Der Maler Meinolf Splett aus Halle wird international vor allem wegen seiner Arbeiten für Kirchen und sakrale Bauwerke geachtet. Der Privatmann Splett allerdings liebt es ganz und gar nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Heute allerdings wird er sich wohl kaum gegen die vielen Gratulanten zu seinem 90. Geburtstag wehren können. I found my thrill on Blueberry Hill. Er raucht immer noch ganz gern, liebt Musik von Louis Armstrong und genehmigt sich hin und wieder einen Chantre. Mit einer Ausstellung würdigt der Hallische Kunstverein Leben und Schaffen des Jubilars Meinolf Splett. Ihm wichtige Porträts sind in der Exposition zu sehen, darauf bestand der sonst eher zurückhaltende, stille, nachdenkliche Künstler. International geachtet und bekannt wurde Splett durch seine Arbeiten zu religiösen Themen. Seine christliche Weltanschauung wurde schon im Elternhaus geprägt. Der Lehrerssohn wuchs mit 9 Geschwistern auf. Ich bin an sich ein gläubiger Mensch, obwohl ich auch in große Kollision mit der Kirche gekommen bin. Das ist wieder eine andere Frage, nicht? Aber ich habe meine eigene Vorstellung von der Überlieferung. Eine Berufung an die Kunsthochschule Giebichenstein lehnt er zunächst ab. Er will endlich malen, Zeit dafür haben. Nach meiner Ansicht, und insofern unterscheide ich mich von den anderen Malern, gehört die Technik des Malens mit in den geistigen Inhalt des Themas. Und so ist, werden Sie in meinen Bildern keine Wiederholung finden, sondern jedes Bild ist anders. Die beeindruckende Bilanz eines 90-Jährigen, der noch kein bisschen müde ist. Ich lege gerne Patiencen. Da habe ich immer nicht zu viel zu denken, aber das Gehirn schläft nicht ein. Nicht? Ulla ist die Frau an seiner Seite. Er musste lange auf sie warten, bevor sie gemeinsam durchs Leben gehen konnten. 40 Jahre sind es jetzt. 3 Kinder, 8 Enkel und viele Urenkel. NDR 1, Radio Sachsen-Anhalt. Studio Halle am Morgen. Meinolf Splett, der Nestor der hallischen Maler und Grafiker, feierte gestern seinen 90. Geburtstag und ist quasi stadtbekannt. Selbst wer noch nie ein Bild des Künstlers sah, kennt das Jugendstilmosaik am Döllhaus neben dem alten Urania-Kino. Dass es wieder in altem Glanz erstrahlt, verdankt der Betrachter Meinolf Splett, der im hohen Alter von über 80 Jahren noch auf dem Gerüst herumturnte und allein für den Schwan 350.000 Mosaiksteinchen vorrichtete und verlegte. Doch der Mann hat nie mit seinem Können hinter dem Berg gehalten. Burgrektor Professor Ludwig Erler hat Ende der 50er Jahre bei Meinolf Splett studiert. Meinolf Splett ist ein Mensch des Geistes. Und die Geistigkeit des Künstlers ist ja, dass er mit Materie zu tun hat. Dass er mit Techniken umzugehen weiß, sehr klug und sehr genau, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. Das Mosaik, den Druck, den Holzschnitt, die Lithografie, auch seine Malerei ist immer von einer technischen Brillanz. Das kann nur zum Erfolg führen, wenn dieses Handwerk für eine Mitteilung da ist. Und da hat er uns in dieser sehr öden Welt, weil der Geist als subversiv verstanden wurde, dort wo er sich nicht staatlich dingfest gemacht hat, eine Haltung vorgelebt. Die war erworben im Leiden an 2 Diktaturen. Während der Nazi-Zeit wurde Meinolf Splett verhaftet und unter Polizeiaufsicht gestellt. Nach 1956 wurde seine Kunst wegen seiner Distanz zum sozialistischen Kulturbetrieb der breiten Öffentlichkeit vorenthalten. Dr. Hans-Georg Seert vom Hallischen Kunstverein: Er ist einer, der als Lehrer unwahrscheinlich viel getan hat für die nächste Generation und daneben aber seine eigene Kunst nicht vernachlässigt hat. Und ich denke, der Stellenwert ist die Haltung, die dahinter steht. Und es ist eine Kunst, die in wichtigen Bildern zum Teil dieses kulturellen Bestandes hier gehören wird, auch auf Dauer. Zur Ausstellungseröffnung im Foyer der Paul-Ribbeck-Stiftung gestern Abend kamen hunderte Verehrer. Meinolf Splett bewundere ich wegen seiner Bilder.
Und ich freue mich, dass er immer weiter macht und immer weiter malt. Wir gucken gerade, was es bedeutet. Und es ist eigentlich auch leicht rauszufinden aus der biblischen Geschichte, ja. David und Goliath und der brennende Dornbusch. Ja, die haben einen Ausdruck. Der Jubilar hatte für diese Reminiszenz seines 70-jährigen Wirkens sorgfältig unter seinen Werken ausgewählt. Das ist nicht etwas, was man sich einfach so in der Routine holen kann oder aufbauen kann, sondern jede Form muss identisch sein mit dem geistigen Inhalt des Bildes. Davon können sich die Liebhaber der Kunst Meinolf Splätz bis zum 22. Juni in der Halleschen Kantstraße 1 überzeugen. Für MDR 1, Radio Sachsen-Anhalt, Sabine Markosch aus dem Studio Halle. Eigentlich wollte sich mein Mann bedanken, aber der ist heute etwas gestresst. Also ich möchte mich herzlich bedanken, erstmal, dass Herr Gärtner eingesprungen ist für Falscharbeit durch. Dann unser herzlichster Dank für dich. Du hast dich so wunderbar in seine Arbeit reinversetzt und hast so gute Worte gefunden. Heute auch in der Einladung ganz, ganz herzlichen Dank. Dann möchte ich mich bedanken. Wir möchten uns bedanken bei Herrn Fritschek, der alles getan hat, dass das überhaupt hier wunderbar gelaufen ist. Und mein ganz besonderer Dank gilt Frau Streitke und Frau Potthoff, die sich unheimlich bemüht haben. Die haben Bilder gerahmt, die haben alles aufgehängt. Am schwersten war die Oma da vorne. Und haben sich hier gestresst, haben die Biografie gemacht und haben wohl auch noch die kleinen Schilder unten drunter gemacht. Ihnen einen recht, recht herzlichen Dank im Namen meines Mannes. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Bernhard Langer aus Stolberg noch einen Satz sagen, ja. Da sind wir alle wieder entlassen. Mich freut es ganz besonders, dass er das so erleben kann. Und er sitzt nämlich da wie der Kosmonaut Tito, der gerade aus dem Weltraum spaziert, hierher kam, glücklich und zufrieden. Gratulation. Er ist ein kritischer Geist. Er überlebte zwei deutsche Diktaturen. Was ihm blieb, sind die Narben und seine Kunst. Der hallische Maler und Grafiker Meinolf Splätz ist dieser Tage 90 Jahre alt geworden. Und im hohen Alter bekommt er endlich die Anerkennung, die ihm so lange verwehrt blieb. Erst nach der Wende erfuhr Splätz breite öffentliche Resonanz. 1995 bekam er den Landeskunstpreis Sachsen-Anhalt. Und zum 90. Geburtstag feiert ihn die Kunstszene in Halle. Der Künstler Meinolf Splätz ist ein Menschenfreund, der Kraft schöpft aus seiner Kunst, seinem großen Familien- und Freundeskreis und aus seinem christlichen Glauben. Seine Heimatstadt Halle ehrt ihn anlässlich seines 90. Geburtstages mit einer Werkschau im Riebeck-Stift. Splätz' Schöpfungen findet man von Wien bis Oslo. In der DDR genoss seine meist religiös geprägte Kunst wenig offizielle Anerkennung. Splätz zeigte zudem unverhohlene Distanz zum SED-Regime. Auch den Nazis war der Künstler ein Dorn im Auge aufgrund seiner offenen Systemkritik und seiner Malform. Er wurde zeitweise inhaftiert und dann ständig überwacht. Ich habe eben auf der Seite gestanden, die sich bemühte, in jedem Fall Rechtes zu tun und nicht in Unrecht zu verfallen, in ganz schlimme Dinge, die ich ja in meinem Leben erlebt habe. Für zahlreiche Kirchen schuf Splätz auch Tafelbilder, Mosaiken, Glasfenster. Sein Leitsatz war dabei immer: Eine einfache Frau, die glaubt, weiß mehr als ein Philosoph, der nicht glaubt. Halles Kunstfreunde feiern einen ihrer Großen. Seine Werkschau ist bis zum 22. Juni zu sehen im Riebeck-Stift in Halle.